Ein herzerfrischendes Guck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wende für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir haben jetzt in den letzten Folgen Wale harponiert und haben noch ein paar Siedlungen vervollständigt, also haben noch ein paar Renovierungen gemacht, haben auch ein paar Schätze geborgen. Und jetzt geht's weiter, als wir jetzt hier zufällig dieses Schiff entdeckt haben, welches sehr viel Metall an Bord hat. Und zudem noch eine Fregatte ist, die wir gerne noch in unserer Flotte haben möchten. Also haben wir uns jetzt kurzerhand dazu entschlossen, einfach mal dieses Schiff zu übernehmen. So, down. So, down seid ihr. Ich hoffe, ihr hattet auch Mörsergeschosse dabei. Das wäre jetzt noch richtig nice. Sehen wir ja gleich. Jawohl, 4 Mörsergeschosse zu Comics Flotte. Nice, dann haben wir jetzt noch ein paar Slots. Denke ich. Gewinn für die Flotte. Auf jeden Fall war das ein Gewinn für die Flotte. Treib gut in Sicht, Captain. Auf euer Zeichen, Captain. So. Das scheint wieder so eine kleine Insel zu sein. So. Schauen wir erstmal zur Flotte. Und nehmen gleich mal das neue Schiff in Beschlag. Einer Flotte hinzufügen, natürlich. Dann können wir ja schauen, wie viele Slots wir noch frei haben, weil ich hätte auch noch gern ein paar Schlachtschiffe. Flotte. Wir haben noch 4 Slots. Davon hätte ich gerne 3 mit Schlachtschiffen belegt. Wie viele Bricks haben wir denn? 4 Stück, 2 Schoner. Und haben jetzt 5 Fregatten. Dann holen wir uns 3 Schlachtschiffe und vielleicht entweder noch einen Schoner oder eine oder halt eine Brick, aber eine Fregatte glaube ich nicht mehr. Ach, gibt's hier gerade nichts zu machen? Okay. So, wir reparieren jetzt erstmal noch die Flotte, die wieder zurückgekommen ist. So. So. Unsere Christine schicken wir wieder los. Die hat uns schon gut Dienste erwiesen, die Christine. Gut, 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 so. Alles klar. Dann schauen wir uns mal die Insel ein bisschen genauer an. So, bin ich jetzt mal sehr gespannt. Hier ist ein ganz schön krasses Sperrgebiet. So, wo ist hier der Aussichtspunkt da oben?
kommen wir hier durch? Tatsächlich. Das bringt mir allerdings nicht allzu viel. So. Hier haben wir nochmal einen Minenstollen. Gerne wieder in Betrieb nehmen. Alles klar. Gut, hier können wir gleich synchronisieren. Das ist auch ganz praktisch. So. Hier haben wir noch eine Templerkarte, okay. Tut mir leid, dass ihr um ihn trauert, aber ich muss ihn jetzt erstmal beklauen. Der Tag hat sich gelohnt. Ah, hier gibt's noch einen Schatz in New York, okay. Alle Templerkarten einsammeln, nice. Das ist cool. Dann heißt es, dass wir im Prinzip, oder mehr schon indirekt, alle Templer-Artefakte haben. Wir müssen sie bloß noch suchen. Nein, jetzt fliegt der Shanty weg. Dass er so früh getriggert wird, hätte ich nicht gedacht. Okay. Gut, dann können wir uns dann, wenn wir dann auch die ganzen Schätze, beziehungsweise die ganzen Templar-Artefakte geborgen haben, uns die Templar-Rüstung holen. Ja, das ist nice, darauf freue ich mich schon. Dann sieht Jay wieder ein bisschen anders aus. Bin gespannt, wie die aussehen wird an Jay. Gut, uns fehlen aber noch, ich glaube, ein paar eingeborenen Säulen und ein paar Wikinger-Schwerter. Also die müssten wir auch noch finden. Weil in River Valley hatten wir soweit alles abgegrast. Also da dürfte eigentlich nichts mehr in der Richtung sein. Also muss es irgendwo im Nordatlantik dann noch liegen. So. Und ich meine, dass es jetzt die erste Folge ist, die ich ohne einen Schnitt teilen muss, sozusagen. Ich höre die Truhe. Die wird über mir sein, schätze ich. Hä? Hier oben die Truhe? Tatsächlich. Total versteckt. Total sneaky. So. Gut. Nice. Sind wir hier soweit auch durch? Dann fehlt eigentlich bloß noch die Ecke hier. Und das hier fehlt auch noch. Okay. Oh, hier fehlt noch einiges. Gut. Schnelle Reise. Danke. Jetzt habe ich die ganze... Oh, okay. Ich komme da noch gar nicht hin. Jetzt aber. Schnelle Reise. Jetzt hat es funktioniert. So. Achso, da wollte ich gar nicht andocken. Wir wollten ja bloß hier hinspringen. Kann nun im Menü hergestellt werden.
Und ich drücke wie immer auf die falsche Taste. Dann machen wir das doch gleich mal. Anfertigung. Herstellung ist zurzeit nicht verfügbar. Was soll denn das jetzt? Jetzt vielleicht, wenn wir nicht am Steuer sind. Vielleicht geht es jetzt. Ist zurzeit nicht verfügbar. Was soll denn das? Warum wird es mir dann angezeigt? So ein Schwachsinn. Spiel liegt... Das Spiel lügt mich voll an. Sowas finde ich nicht gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das geht gar nicht. Was? Da mache ich gleich mal ein paar Eisbrocken kaputt. Wir haben aber schon fast alles erkundet hier im Nordatlantik und auch komplett abgeschlossen. So. Gut. So, gibt's hier irgendwas Interessantes? Schauen wir mal. Ja, es gibt Leichen. Wow. Und eine Templerkarte. Okay. Jetzt, schauen wir erstmal nach, wie wir hier hochkommen. Das ist erstmal unser Ziel, welches wir verfolgen. Hier habe ich noch eine Truhe gesehen. Hier ist noch eine Höhlenmalerei, sehr gut. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht hoch, aber okay. Verdammt. Sollte das nicht ablaufen? Jetzt ruft der Shay. Okay, so scheint es auch nicht zu funktionieren. Voll versteckt hat er sich, der Kerl. So, hier ist noch ein Schwertchen. Nice. Das holen wir uns auch gleich. Das Schwertchen ist hier unten. Mit allen Aussichtspunkten synchronisieren. Haben wir jetzt auch geschafft. Als Herausforderung. Ich bin gespannt, wofür die Schwerter gut sind. Das ist mir immer noch nicht so klar, was sie denn eigentlich bringen. Genau wie diese Höhlenmalereien. Gut, was diese Eingeborenen sollen bringen, das weiß ich ja jetzt. Da werden wir wahrscheinlich diese Rüstung freischalten können von den Eingeborenen. Hier geht's nochmal raus. Wo kommen wir hier hin? Achso, okay, hier waren wir vorhin. Gut, hier müssen wir nochmal hoch.
Muss ich doch nochmal zurück in die Höhle laufen. So, zack. Nee, so nicht. So macht's keinen Sinn. Wir müssen hier hoch. Das schaut schon besser aus. So, wo soll jetzt hier das Zeug liegen? Ach, das ist doch da unten. Da hätte ich ja gar nicht nochmal hochlaufen müssen. Das war jetzt natürlich sehr doof. Das habe ich nicht bedacht. Gut, jetzt schauen wir aber dann trotzdem nochmal nach. Wir haben Informationen, dass hier noch ein Templar-Artefakt ist. Schreiben wir jetzt erstmal wieder auf, wo wir sind. 371 und minus 474. Okay. Dann schauen wir jetzt mal ganz schnell die Templar-Karten durch. River Valley ist nicht richtig. Das ist es nicht. Das wird sein. 370 minus 482. Gut, schauen wir mal, ob wir da jetzt noch so gut hinkommen. Ist das hier oben vielleicht? Nee. Hoppla. Falsche Taste wie immer. So, schauen wir erstmal. So, hier müssen wir hin. Wird das hier unten sein? Ich glaube ja. Kommen wir denn da jetzt noch so hin? Weil wir haben ja diese Aufzüge schon verbraten. Aber vielleicht kommen wir ja so außenrum hin. Das wäre auch ganz nice. Das sieht gut aus. So, hier müsste auch der Schatz sein. Mal kurz drauf gucken. Irgendwo hier. Hier. Nice. Gut, jetzt haben wir schon mal die Hälfte an Templar-Reliquien gesammelt. Das ist sehr gut. Gut, dann können wir auch von dieser Insel verschwinden. Gut. So, wo siedeln wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, hier hoch. Oh, das wird sich anbieten. 97% renoviert. Nice, das ist richtig gut. Und wir haben noch zwei Orte, wo wir noch nicht waren. Schotten dicht, halbes Segel. So.
Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.